Willkommen zurück, Marius Ebert hier. In diesem Video widme ich mich wieder Fragestellungen rund um den Prokuristen. Und in dem Fall, was darf der Prokurist? Und natürlich die Prokuristin. Wir haben viel darüber gesprochen, was der Prokurist nicht darf oder wofür er besondere Vollmachten braucht. Zum Beispiel, wenn er ein Grundstück belasten will oder verkaufen will, brauche eine besondere Vollmacht, das habe ich im letzten Video erklärt. Hier mal, was darf der Prokurist? Und das können natürlich nur Beispiele sein, denn der Prokurist ist das zweite Ich des Kaufmanns und der darf eine ganze Menge. Deswegen sind das hier Beispiele, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Er darf Mitarbeiter einstellen. Er darf Mitarbeiter entlassen. Ja, das darf er. Er darf Mitarbeiter entlassen. Der Prokurist darf Mitarbeiter entlassen. Er darf Vollmachten erteilen. Aber keine Prokura. Er darf keine Prokura erteilen, aber weitere Vollmachten darf er durchaus erteilen. Er darf Kredite aufnehmen. Oh ja, auch das darf er. Er darf Kredite aufnehmen für den Kaufmann. Und er darf Grundstücke, Achtung, kaufen. Das habe ich im letzten Video ausführlich erklärt. Er darf Grundstücke kaufen ohne besondere Vollmacht. Er darf nur mit besonderer Vollmacht Grundstücke verkaufen. Grundstücke kaufen darf er, Grundstücke verkaufen nur mit besonderer Vollmacht. Aber wenn er die hat, darf er das auch. Alles Gute, Marius Ebert.